Freie Wähler Landtagsfraktion. Teambildung Bayern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hinter uns liegt ein schwieriges Jahr, das uns vor unvergleichlichen Herausforderungen gestellt hat. Doch seit Monaten sorgt das Teambildung Bayern dafür, dass 1,6 Millionen Schülerinnen und Schüler im Freistaat trotz Pandemie und Lockdown weiterlernen können. Das sind einmal die engagierten Eltern, die zwischen Homeoffice und Haushalt ihre Kinder betreuen und unterrichten. Das sind tausende Lehrkräfte, die ihren Unterricht völlig neu planen, sich umfassend weitergebildet haben. Und das sind die Kinder selbst, die motiviert bleiben, meistens jedenfalls, obwohl sie ihre Freunde nicht mehr treffen können. Auch Staatsminister Michael Piazzolo und Staatssekretärin Anna Stolz haben im Kultusministerium alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Unterricht trotz Pandemie möglich zu machen. Ich gebe zu, der Start war für alle nicht leicht. Beschlüsse mussten immer wieder in Rekordzeit umgesetzt werden und forderten und fordern Flexibilität und gute Nerven. Aber mittlerweile sind wir auf einem richtig guten Weg. Die Kommunen schaffen mit Mitteln aus dem Digitalpakt und Landesmitteln Schüler- und Lehrergeräte an. Wir bieten zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten, um die Lehrkräfte weiter fit für den Digitalunterricht zu machen. Dazu kommen 171 Beraterinnen und Berater, die über ganz Bayern verteilt Fragen zur digitalen Bildung beantworten. Wir haben auch deutlich mehr Stellen geschaffen. So ist Bayern momentan das einzige Bundesland, das zum Stammpersonal Teamlehrkräfte zusätzlich einsetzt. Es wurde frühzeitig ein Rahmenplan zur Durchführung von Distanzunterricht erstellt, an dem sich Lehrkräfte orientieren müssen. Und um diesen Distanzunterricht auf breite Beine zu stellen, haben wir den Lehrplan geändert und wir haben MEBIS als einziges Bundesland zusätzlich ausgestattet. Wir haben zusätzlich als einziges Bundesland eine Landeslizenz für Microsoft Teams. Apropos MEBIS. Seit März wurde die Kapazität von MEBIS um 1.533% erhöht. Die bestehenden Server wurden auf jetzt 92 Server erweitert. Auch die Rechenleistung wurde vervielfacht. Und das sorgt jetzt für Stabilität und Sicherheit, wie seit Weihnachten eindeutig bewiesen wird. Und viele neue MEBIS-Funktionen. Der MEBIS-Support und die MEBIS-Hotline bieten umfangreiche Unterstützung. Und keinem Kind sollen natürlich Nachteile aus der Krise entstehen, auch wenn wir es nicht ganz ausschließen können, das ist uns bewusst. Die Abschlussprüfungen wurden verschoben, der Lehrplan wurde reduziert, die Übertritte werden garantiert und immer ist für eine Notbetreuung gesorgt. Ach ja, Bayern hat auch einen ausgeklügelten Rahmen-Hygieneplan und fördert Raumlüftungsgeräte. Mit diesen Maßnahmen bieten wir einen umfassenden Schutz und Hygienekonzept für einen sicheren Unterricht. Wenn es fachliche Fragen gibt, gibt es die Hotline des Kultusministeriums und die ist besetzt. Über 100 Mitarbeiter arbeiten dort im Schichtdienst. Liebe Zuschauer, das alles zeigt, Schule ist nicht nur Unterricht. Es geht um Gemeinschaft und Zusammenhalt. Allen, die dabei mithelfen, wollen wir Danke sagen. Sie sind unser Team Bildung Bayern und zeigen jeden Tag aufs Neue, gemeinsam schaffen wir alles. Ziehen wir deshalb weiter an einem Strang, damit wir gut und sicher durch die Corona-Pandemie kommen.